Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit auch für mich auch das Ziel, mich möglichst kurz zu fassen, aber zwei, drei Sätze zum Vorwurf der Bündnis 90 Die Grünen, werter Kollege Jürgen Suhr, seien schon noch gestattet, dass angeblich wir im Energiehaushalt Mittel absenken würden und nicht die Voraussetzungen hätten für eine gute Energiepolitik und für eine gute Klimaschutzpolitik. Ich möchte also diesem Vorwurf ganz entschieden entgegentreten, dass es ja angeblich Absenkungen der Mittel gibt im Energiehaushalt. Es reicht leider nicht, nur mal die Seite 42 zu nehmen, um die prozentuale Absenkung von 8 oder 9% zu betrachten, sondern muss man schon etwas mehr in die Tiefe gehen. Zum Beispiel haben wir 12 Millionen Reste aus der ehemaligen oder alten EU-Förderperiode, die auch natürlich mit zu betrachten sind. Und wir haben eine Finanzplanung, die natürlich bis 2020 die EU-Fördermittel entsprechend auch gestaltet. Und nur in dieser Gesamtsicht, wenn man das dann sich mal im Einzelnen vornimmt, wird man erkennen, dass wir keine Absenkungen haben. Es gibt auch durchaus auch noch neue Ansätze, die ich noch mal erwähnen möchte. Die Landesenergieagentur mit 330.000 pro Jahr möchte ich besonders hervorheben. Wir haben die Klimaschutzdarlehensfonds, die jetzt auch wirklich greifen, mit dem Rückfluss in das Sondervermögen. Wir haben zum Beispiel 5 Millionen Förderung ausgereicht für die Stadtwerke Schwerin für ein ganz innovatives Geothermieprojekt aus diesem Darlehensfonds. Sicherlich auch sehr wichtig. Wir haben als Hauptinstrument die Klimaschutzrichtlinie mit 14,5 Millionen für 16, 17. Und wir haben die Kampagne für die Bewältigung des Klimawandels von 1,1 Millionen pro Jahr. Alles insgesamt Mittel, die hier zur Verfügung stehen. Ich sage mal, wir haben eigentlich ein ganz anderes Problem. Wir haben oftmals potenzielle Antragsteller im ländlichen Raum, die wollen Nahwärmenetze bauen, können aber nicht bauen, können die Förderung nicht in Anspruch nehmen, geben Förderung wieder zurück, weil es momentan schwierig ist, bei den niedrigen Erdölpreisen und Energiepreisen einen konkurrenzfähigen Biowärmepreis zu erzielen. Das sind unsere eigentlichen Probleme, die wir in dem Bereich haben. Das heißt also passgenaue, innovative Projekte, die genau unseren Zielsetzungen auch entsprechen. Beachten sollte man auch, dass es Umstrukturierungen gibt, weg von Ausgaben hin zum Stellenplan. Beispiel, wir haben bisher Ausgaben drin pro Jahr von 250.000 als Organleihekosten für die Bundesnetzagentur. Die haben wir bekannterweise gekündigt. Wir haben eine eigene Landesregierungsbehörde, also haben wir im Stellenplan 4 Stellen. Insofern stellt sich natürlich auch dann die Ausgabenposition insgesamt anders dar. Das meinte ich, wenn man kritisiert, dann sollte man auch wirklich mal ins Detail gehen und dann wird sich einiges anders darstellen. Und was Sie leider völlig unberücksichtigt lassen, ist aber bei der Komplexität von EU-Fördermitteln völlig logisch. Wir haben auch andere Einzelpläne, die in Größenordnung sich praktisch mitbeteiligen an der Finanzierung der Aufgaben der Energiewende. Ein Einzelplan 08 mit über 4,5 Millionen Euro für die nächsten Jahre für die Fortsetzung Bio-Energiedorf-Coaching im ländlichen Raum. Wir haben mit Einzelplan 10 über ESF-Mittel die Finanzierung des Energieforschungsprogramms mit über 6 Millionen Euro. Und wir haben im Einzelplan 12 für die Energiesanierungsmaßnahmen der Landesliegenschaften pro Jahr 3,5 Millionen Euro. Und ich könnte noch weitere Beispiele bringen. Ich glaube, wenn man das mal gegenseitig aufrechnet, wenn man das mal bilanziert, kommt man bei einem Betracht der noch vorhandenen Haushaltsreste aus der alten EU-Förderperiode mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Summen, die über dem liegen, die wir bisher hatten. Insofern, meine Damen und Herren, unser Land ist bei der weiteren Gestaltung der Energiewende auch im Haushalt sehr gut aufgestellt. Wir werden den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg des Ausbaus der erneuerbaren Energien und beim Klimaschutz in den nächsten kommenden Jahren erfolgreich weitergehen können, auch dank des heute beschlossenen Energiehaushaltes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.